herzlich willkommen zu einem neuen LPT hier auf meinem Kanal. Wie versprochen, mal was ganz anderes. Wir spielen nämlich heute ein Spielchen, das nennt sich Trine 2. Wir fangen nicht mit dem 1er an. Ich habe mir sagen lassen, dass der nicht so toll ist. Ich habe es noch nie gespielt, deswegen wird es für mich ein Blind Let's Play. Und weil ich ja so schrecklich bin in neuen Spielen, habe ich mir Hilfe geholt, nämlich den guten Folgen hier dabei. Sag doch mal was. Ja, du wirst mir dann folgen. ich werde dir folgen, genau. Und zwar wollen wir das eigentlich noch zu dritt spielen, aber der gute Herr Waag, der stößt dann etwas später dazu bei einer anderen Folgen. Und ich würde sagen, wir fangen an ganz von vorne, ganz normal. Da werde ich jetzt erstmal kurz gucken, wie kann ich denn da bitteschön ein... Kann ich da ein Spiel erstellen? Wie funktioniert das denn? Warte mal, Hardcore-Modus? Nein. Ich kann das auch alles für dich machen. Nein, ich möchte schon, dass ich ein neues Spiel anfange. So, ich möchte es ja auch mal gucken. Wenn ich ein ganz normales, Einzelspielerspiel starte, kann ich dich dann einladen? Ja. Okay, gut. Möchtest du deine Freunde einladen? Ah ja, okay, ich sehe schon. Es fängt sogar schon an. Ein Intro. Es gibt ein Artefakt. Okay. Du kennst die Geschichte über ihr Treffen und wie sie Champions ihres Königreichs wurden? Höre die Geschichte ihres neuen... Wie lang ist denn dieses Intro? Etwas Mysteriöses und Magisches ging im Wald vor sich. Minute lang sein. Okay. Der erste der drei Helden war Amadeus, ein Zauberer. Vielleicht nicht der mutigste. Ich werde das Ganze aber jetzt überspringen, weil mir geht's um den Spielspaß. Das Trine 2 Intro können sich Leute auch woanders ansehen. Das mache ich mal bei einem Einzelspieler-Let's Play, da zeige ich die Intros und die Story. Hier geht's mir jetzt einfach um den Fun-Faktor, weil Folgen hat mir gesagt, das Spiel macht Spaß und das will ich testen. So, ich überspringe mal. Okay, ich sehe einen Alchemistenraum. In seiner Hütte. Das war der Ort, an dem er seinen Feuerballzauber studieren konnte. Verborgen. Zum Überspringen erneut drücken. Gut. So, zum Bewegen. Alles klar. Kann ich dich jetzt schon einladen oder geht das noch nicht? Dürfte gehen. Okay, ich gucke mal. Spieloptionen wahrscheinlich? Nee. Oder muss ich da auf deinen Namen gehen und dann... Ich habe das so gemacht. Nicht schnell beitreten. Steht unten erstmal unter Mehrspieler und dann nur Freunde und dann kannst du nachher da Spiel hosten. Und dann okay, bei mir steht aber im Moment noch nichts. Also bei mir steht nur Levelauswahl und Spiel fortsetzen. Also im Moment geht's nicht. Können dem Spiel beitreten, indem du diese Option-Taste drückst. Ja, habe ich doch. Achso, indem du auf ihren Controller Optionstaste drückst. Ja. Ah ja, so springt man, okay. Das ist aber schon recht bunt, also das ist schon ein bisschen krass, oder? Ja, aber das ist ja gerade der besondere Charme des Spiels. Und wer einen 3D-Fernseher zu Hause hat, der sollte dieses Mal dann in 3D-Fernseher. Weil die 3D-Fernseher-Spiel. Okay. Ah ja, was? Wie war das jetzt? Bewege den Cursor mit dem auf den Felsbrocken. Okay, und dann schieben, was? Fels... Warte mal, hä? Nochmal, so. Cursor... Ach so, mit L2 dann gedrückt halten und dann... So kann ich ihn rotieren und so kann ich ihn schweben lassen. Oleonus Nostromus. So, wie kann ich den fallen lassen? So. Zu den Kisten aus dem Nichts herbeizaubern. Ich will da hoch. Da oben sind noch so Sachen. Da kann ich mich auf den Felsen stellen und den dann schweben lassen? Geht das? Nee, das nicht. Aber das Besondere an dem Spiel ist die Kooperationsbereitschaft, würde ich mal sagen. Dass man also gemeinsam gucken kann, wie komme ich da hin. Okay. Also die Lösungsmöglichkeiten sind... Zeichne ein Quadrat und lasse los. Ja.
Ne, ne. Wo soll ich denn ein Quadrat zeichnen? Ne, ne, ne. Ah ja, verstehe. So kann ich Kisten erstellen. Das hätte man mir auch vorher sagen können. Trotzdem komme ich nicht da hoch. Ich verstehe. Aber so langsam verstehe ich das System dieses Spiels. Ach du Heilige. Das ist aber schon ein bisschen knifflig hier im Tutorial schon alles zu bekommen. Weil es noch nicht so ganz funktioniert. Jetzt bin ich da oben. So, das hier sind so FIP-Dinge. Kann man da so wippen, wie ich mir das vorstelle? Nö, kann man nicht. Na gut. Kann man die Cursor-Geschwindigkeit irgendwie ein bisschen erhöhen? Weil ich spiele das nicht unbedingt mit dem Touchpad jetzt. Das Licht bewegte sich durch den Wald und führte Amadeus weiter. Das kannst du nicht, aber du kommst ja, du bist ja nachher ein Gefühl dabei. Okay, ja. Da kommt man noch nicht ganz hoch, das ist nicht fair. Na gut. Egal, ich versuche mal weiterzukommen, weil ich möchte dich mal einladen, weil dann kann es ja eigentlich mal richtig losgehen. Ich stelle mich nur gerade mal wieder so dämlich an, dass... Ah, okay, ein Kipprätsel. Ich verstehe. Das heißt, ich nehme jetzt diese Kiste, die ich da gerade beschworen habe. Stell die da hinten drauf und dann kann ich da hoch. So weit, so gut. Und hoch. 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 Ja, das ist doch nicht fair. Da fehlen 2 Zentimeter oder so. Wieso kommt man denn da nicht ran? Ach, kann man auch einfach so Kisten erstellen oder was? Ja. Mit die R2. Wie diese Glaskugeln, die du da einsammelst. Ja. Bist du Erfahrungspunkte, die du nachher gegen Ausrüstung ausrüstest. Okay, ich verstehe. Okay, ich überspringe einfach mal. So. Jetzt sind wir ein Krieger. Also in dem Tutorial werden dir erstmal die ganzen Charaktere vorgestellt. Okay. Gut, dann sehen wir hier jetzt einen Krieger. Der mit seinem Schwert hier sich durch Ranken durch Hecke will. Und ein Kürbis. Was? Springe, um höher zu springen. Okay. Ich suchte den Bauernhof, doch fand er dort niemanden. Die Fieslinge müssen beim ersten Anlauf. Aber der kann auch Sachen schieben anscheinend, also der ist da ein bisschen kräftiger. Verstehe. Ah ja, und jetzt bewegt sich das Müllrad, okay. Also es ist so ein kleines Physikspiel quasi. Ups, 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 ups. Jetzt bin ich nach unten gefallen. Ist das gut? Was? Waffe wechseln. Was haben wir denn noch? Eine Axt? Ach, ein Hammer macht Steine weg. Okay, wir haben Schwert und einen Hammer. Was? Blocke mit dem Schild. Okay. Ah ja, ich verstehe. Ich sehe schon, das Spiel wird nicht schlecht werden. Oh je, da hinten kommen Ranken überall. Was will ich? Was soll ich jetzt tun? Ich bin Pontius der Mutige und ich werde nicht im Kampf gegen Pusteblumen halten. Ah, da ist wieder das ominöse Licht. Der Trine. Der Trine. Der Trine. Okay. Sobald ich zu dir gestoßen bin, kannst du mir ja später dann mal ein bisschen was erklären über diesen Trine, was damit auf sich hat. So, und was ist das jetzt? Ein Assassine mit Bogen oder was? Kann über Seile drüber laufen. Mit dem Bogen schießen. Ah ja. Und wie funktioniert das dann? Achso, einfach in die Richtung. So Detonation-mäßig. Verstehe. Okay. Das ist ja witzig. Was? Enthaken! Und jetzt. Oh, das war knapp. Soja glitt durch die Stadt. Weise wie ein Flüstern. Ja, ich bin behende wie ein. Naja. Lass mal das mal.
Wie lange spielst du denn dieses Trine schon voll? Also ich hab's auf der 3 schon, die 3er-Version habe ich schon durch. Aber jetzt ist ja hier Complete Story. Da sind noch ein paar extra Level. Und ja. Auch ein paar extra Fähigkeiten reingekommen. Okay. Die Grafik ist natürlich auf der 3er, auf der 4er sehr viel besser geworden. Ah, okay, ich verstehe. Das heißt also, wie immer war das eine gelungene Portierung von der 3er auf die 4er. Ja. Okay. So, ah, da ist dieser Trine. Okay. Also die Frau hat Bogen und Enterhaken. Ah ja, jetzt sind wir alle drei zusammen. Der Krieger ist da, der Magier und die Assassinenfrau da. Dafür gibt es eine absolut gute Erklärung. Ich glaube, ich muss dann den Audiomix nochmal ein bisschen anpassen, weil, ich weiß nicht, ich muss da gucken, die ersten Aufnahmen könnten ein bisschen grottig werden. Bis ich das erstmal richtig hingekriegt habe. Ah ja, die Geschichte beginnt, du hast deine Trophäe erhalten. Gut. Amadeus sorgte sich um seine Familie. Ich überspringe jetzt nochmal. So, normalerweise müsste es ja jetzt irgendwie losgehen. So, ich überspringe. So, Figur wechseln. Ah ja, okay. Ab hier geht's also los. So, dann versuche ich jetzt mal dich einzuladen irgendwie. Hauptmenü, nee. Was? Extras? Spieloption? Spiel speichern. Letzter Checkpoint, Spieloption. Spielmodus lokales Spiel. Ah ja, okay. Online-Spiel wird gehostet. Öffentlich? Nee, ich will kein öffentliches, wenn es geht. Boah, das hat aber schon eine Ladezeit dafür, dass es jetzt nur so ein... Ups. Schwebemodus Freund selbst? Nur Freunde. Ja. Was bedeutet das Schwebemodus? Selbst? Alle? Aus? Ich mache einfach alle. Ja. So, Spieler. Freund einladen. Dann lade ich dich mal ein. Wo bist du denn? Da ist er. Ne, ist der falsche. Der ist er. So. Oh, jetzt natürlich meine ganze Playlist wahrscheinlich auf, meine ganze Freundesliste auf YouTube drauf. Aber es nützt euch ja eh nichts. So, ich hab dich mal eingeladen. Also es müsste eigentlich funktioniert ja. Haben. Und wenn du es jetzt noch schaffst, in einer Minute reinzukommen, dann wäre das nicht schlecht. So, ich werde mich versuchen, mal in dieser Welt auszudingsen. Ah ja, R1 wechselt man die Charaktere. Okay, ich verstehe. Da oben ist schon etwas. Ups. Folgen ist dem Spiel beigetreten. Irgendwo. Ja, man kann ja auch erzählen, dass ich dich immer gemerkt habe, ob du dir das Spiel denn schon geholt hast, weil das wirklich sehr gut ist. Ja, der Folgen hat mich da ein bisschen penetriert. Also er hat da wirklich gesagt, hol dir das, hast du schon tryen, hol dir das, hast du schon tryen. Oh mein Gott, da ist jemand gespawnt. Hallo, Folgen! Ja. So, Folgen. An dieser Stelle... Würde ich mal sagen, haben wir erstmal die erste Folge im Kasten. Und in der nächsten Folge geht's dann richtig los. Also mache ich hier einen kurzen Schnitt und sag schon mal Tschüss, bis zur nächsten Folge in LPT Trine 2. Komplette Story. So. Tschüss, bis zur nächsten Folge.